Nein! Ups. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play der WWE 2K16. Meine Karriere. So, wir sind kurz davor, um Demo zu machen, sobald wir genug Stamina haben. Und das ist jetzt nicht der Fall, dann hauen wir da nochmal rein. Hat super geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt. So, wir wollen Skycrush im Big Boot machen, wenn alles klappt. Oh Mann, jetzt kriegen wir das nicht pünktlich hin. Ich sehe, komm, das schaffen wir nicht. Oh, wartet, wartet. Das wird sehr, sehr knapp. Just saying. So, warten, 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 warten. Komm, 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 komm. Komm, mach die Scheiße. Okay. Oh, das wird, oh, das wird doch schon wieder unentschieden. Viel zu lange dafür gebraucht. Jetzt muss ich, ja, okay. Aber ihr habt wenigstens OMG-Moment gesehen. Hey, unentschieden. Alle freuen sich. Aber wenigstens haben wir das mit einer High-Note beendet, das Match, ne? Wie auch mal behaupten. Ach, willkommen zurück. Nicht so meine favorite Session. Ab übermorgen ist wieder eine neue Session für euch am Start. Oh ja. Oh ja. Naja, wir kriegen das hin noch. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gucken wir mal, was demnächst ansteht. Wir sind jetzt wieder bei Raw. Nächste Pay-Per-View ist Night of Champions. Mal sehen, ob wir wieder gegen Lesnar verteidigen müssen. Und so weiter und so fort. So spielt ein Face, ich glaube auch. Achso, wir sind in der letzten oder vorletzten Episode Face. Voll toll. Haben wir endlich geschafft. Sinn, weiß ich auch nicht ganz. So, simulate the next event. Wir brauchen keine Fehde. Fäden sind doof. Weil die, die man nicht bekommt, sind kacke langweilig. Die man nicht bekommt, sind kacke langweilig. Ach, keine Ahnung. So. Big Show. Gehen wir jetzt. Die Rangliste hier durch. Ach, guck mal einer an. Seth Rollins, obwohl er Unentschieden mit uns hatte, ist Rangliste runtergefallen. Jetzt ist der Daniel Bryan auf Platz 2. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Big Show, unser Gegner jetzt. Brock Lesnar, Match gegen Fandango. Keine Interference. Interference, wie es scheint. Ach ja, naja, als Champion hat man nun mal schlechte Zeiten, ne? Als Champion hat man gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich sehe dein Herz. So, Axel Tischer Songtext auf die Melodie von gute Zeiten, zu gute Zeiten, schlechte Zeiten. Eure Ideen ab in die Comments. Ich sehe dein Herz. Mir ein Sleeper, eine Leigerbomb. Immer was cool. Yes, gewinnt. World Heavyweight Champion. Kann ich reimen. Ach, schön. Big Show, mal sehen, ob wir den fertig kriegen oder nicht. Den irgendwie besiegt kriegen, das wäre ja mal voll nice. What, what? Alter. Oh, das macht doch noch Cameron Clutch oder was? Genau. So. Nee. So, hast du jetzt schon mal ein paar Weihnachtssongs für Weihnachten? Ein paar Songs für Weihnachten, ja. Ich weiß nicht. Bin da angewiesen auf eure Hilfe. Reim on the fly ist nicht so mein Style. Ich brauche manchmal eine halbe Stunde, um mir einen Reim zu überlegen. Wenn ich da an meine Reime-Sessions, an meine Weihnachtsspecials, nicht von meinen Weihnachtsspecials denke. Damals. Sehen dein Tisch. Sehe gute Axels, schlechte Axels. Naja. Sehr schön. Immer noch 130 Leute am Start. Sonntagabend. 10 vor 12. Das ist ziemlich nice. Für einen Tag oder für einen Tag, wo bald Schule ist oder so. Das ist nicht schlecht. So, du wirst erst ganz am Ende gegen Daniel Bryan kämpfen, da du mal mit ihm Tag Team warst. Ja, wird sehr interessant. Daniel Bryan also mit uns in der Rangliste. Auf Platz 3 jetzt mittlerweile. Nee. 2? 2, 3? Irgendwie so? Vielleicht treffen wir irgendwann auf ihn an. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, nochmal eine Fehde mit Daniel Bryan zu haben, als ehemaliger Crossface-Connection Tag Team Partner. Was willst du denn jetzt hier? Oh, Big Show, da musst du endlich mal Sieg via Pinfall werden. Das wäre mal voll nice mal wieder, ne? Das wäre immer voll nice. Und noch dieser lang. Und dann haben wir letztes Mal via Pinfall gewonnen. Das ist ja schon wieder ewig her. 3, 4 Folgen? Keine Ahnung. Das aber in der Smackdown-Ausgabe oder so gewesen sein. So, wir haben unsere erste Stamina-Leistung noch. Nee. Das waren deine Arme leider nicht lang genug. Nee. Einfach mal umgeworfen. Du kannst keine Power-Option gegen Big Show machen, deshalb schubst er dich weg. Stimmt, das ist ein guter Tipp. Und wisst ihr, was ich immer machen kann? Den Sleeper! So.
So. Sehr schön. Okay, wir haben ein Gap am Schädel. So, ist länger her als eine Niederlage von Reigns. So. Nice, also nicht, dass du krank bist. Ich denke auch. Franz, du kannst keine Power machen, er ist zu dünn für dich. Hä? Warte, was? Warum pinnen die Gegner denn jetzt ständig schon so früh im Match? Ich meine, ich finde es ganz nett. Gibt mir ja gerade das Momentum, ja? Aber, okay. Why not? Why not? Das hat er uns auch tatsächlich überholt in Sachen Momentum. Was geben wir nie ab? Was geben wir nie ab? Nee, 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 nix Gorilla Press. Bisschen Zappel Philipp. Zappel Axel. Hey! So, wollen wir mal probieren, ein bisschen hin und her schicken. Bringen wir das Corner Slots? Ja, bringen wir ein bisschen Corner Slots, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das ist sehr schön. Ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Sehr schön, aber trotzdem hat er jetzt eine Offensivaktion. Es geht ja schon wieder ins Cover, oder? Was geht ja ab? Danke für den gratis Signature Move. Vielen Dank! Wer hat gesagt, ich kann keine Powerbomb machen? Ich weiß es nicht mehr. 1, 2, kriegt er direkt nach 2 aus. Hallo, Warrior! So, ja, dann pass auf hier. Ganz einfach machen wir die Scheiße. Boom! Ultraleierbomb! So, und jetzt Pin und das Rad, komm. Ich brauch da gar nicht mehr hingucken. 1, 2, 3. Ja. Ich glaube ihn direkt rein. Das ist das musste natürlich so sein. Ja, komm, wieder verloren. Einer sagt gerade, Big Show wiegt 500 Kilo. Nein, er wurde früher mit 500 Pounds angekündigt. Pounds ist nicht gleich Kilogramm, muss man dazu sagen. Das haben sie dann aber irgendwann korrigiert, weil er auch nicht mal, weil er auch keine 500 Pounds wiegt. Das waren halt 400 oder 450 oder so. Also irgendwann um die 200 Kilo. 500 Kilogramm. Zeig mir mal einen Menschen, der 500 Kilogramm wiegen soll. So. Was haben wir denn jetzt? Amüsierungsaktion oder was? So, dann komm, blute jetzt. Pass auf, ich riskiere jetzt sogar Catch-Finisher. Warum machst du deinen Big Chip? Warum machst du den Knockout Punch nicht? Hey, what's up? Warum probierst du nicht? Warum machst du das nicht? Los, mach! Mach dein Ketchup-Finisher. Mach dein Catch-Finisher. Ich glaube, der Superkick ist irgendwie verbuggt, ne? Da hatten wir doch schon mal das Problem. Da war doch was. In Zweifel, Superkick-Party. Ne. 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 The end is near. So, Cover und Endo. Reicht jetzt hier langsam. Und alle zählen mit. 1, 2. Are you fucking kidding me? Nein. Fuck. Nein. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Ich hab's gejinxt. Ich hab aber noch Resiliency, hab ich nicht, weil Stamina. Gut, alles in Ordnung. Bin noch gut dabei. Leben nicht so einfach als World Heavyweight Champion, würde ich mal behaupten. War? So. Ende. Reicht. Aber mal ganz ehrlich. Komm, mach doch Rope Break oder so. Machen wir noch spannender. Wehe, das ist Rope Break, du Mauser. Oh Gott, das tut gut. Das tut gut. So, genug. Keine Cutscene. Nur, dass wir gewinnen. Reicht mir.
Oh, wieder mal ein Sieg via Pinfall. Aber wenn Pinfall siegt, dann die Big Show, ne? Macht am meisten Sinn. So, gucken wir noch eben, was bei SmackDown ansteht. Machen das Match noch eben schnell und dann reicht es auch schon für die heutige Episode. Der schwerste Mensch der Welt wiegt 628 Kilogramm. Aber der wird wahrscheinlich nicht Wrestler sein. Der wird wahrscheinlich zu Hause sitzen und muss mit Hubschrauber transportiert werden, falls er mal eine Erkältung hat oder so und zum Arzt möchte. Oder der Arzt muss einfach zu ihm kommen. Ne, so was in der Art kann ich mir sehr gut vorstellen. Franz ist jetzt befriedigt, sagt TTLO1104. Das ist gut möglich. Oh, that was amazing. So, SmackDown. Wir sind schon 2018. So weit sind wir schon. Wow. Der sagt schon wieder. Okay, come on. Jetzt aber. Jetzt kriegen wir ihn aber down. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt aber. Jetzt machen wir mal fertig. SmackDown und Brock Lesnar, keine gute Kombination für den Gegner. Wir müssen ihn doch mal wieder besiegen, das kann nicht sein. Dass wir jetzt verflucht sind oder so. Seitdem wir Champion sind. Beziehungsweise, nee, wir haben ja auch unser Championship reagiert, ich hab schon besiegt. Danach so. Da gab's ja die folgende Sache. Nee, Rematch oder so. Oh fuck you. Macht einfach Super Kick Party. Oh fuck you. Tritt einfach auf ihn ein, bis er stirbt. Totgetreten! Kick. Bam. Tritt ihn jetzt tot. Tritt dich tot, habe ich gesagt. Hier, Toe Kick. Super Kick. Daneben. Nein. Oh, Suplex hier schon wieder. So. Fuck you. Und tritt Rufter. Den will keiner mehr sehen, Lesnar. Ich will keiner mehr sehen. Stirb! Oh, nur Punches, ey. Sind zwar nicht so overpowered wie in 2K15, aber trotzdem ein gutes Mittel. Was erwartet dich im Ring? Natürlich, ein Superkick. Klar. Und drauf. Und immer drauf. Komm wieder rein. Und Superkick. Eine Überraschung. Das ist doch mal ein schönes Match. Und Kick. Und. Braucht er denn dafür keine Stamina? Was geht denn da ab? So, immer drauf. Tritt drauf da. Hier will keiner sehen. Bis der eine Gehirnerschütterung hat. Scheißt du auch die Wellness Policy. Ja. Tschüss, das ist lame. Oh. Haben wir jetzt schon ein blaues Auge gehabt? Kann das sein? Oh, das sieht ja bloß so aus. Ne, sieht bloß so aus. So. Vor allem ja noch keine Gotteslots mehr, ne? Das ist ja das Beste dran. Das ist ja das Beste dran. So, hier, fuck you. So, das längste Match der Welt. Muss auch mal ein Ende finden. Tanahashi sieben im Kopf. Dieser Brock wird kein leichter sein. Dieser Weg wird schwerer als The Rock. Copyright by Captain Giro. So, ich würde mal. Ach so, weil er. Das ist immer ein Konter. Gut, ich habe keine Slots mehr. Scheiße. Ach, kann doch Finisher verwenden, obwohl. Hä, warum? Er hat doch gar keine Stamina mehr. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert denn das? So. So, und Ende. Und gewonnen. Das war's. Ultra Leichenbaum bringt den Sieg. Natürlich nicht. Capture. Aber eine gute Taktik, immer draufballern. Oh, super Kick. Och nö, Kimura out of nowhere. Ich verliere doch gleich wieder. Doch nicht. Superkick! Er hat gelernt. Oh, yeah. Fuck you at this
Moment. So noob, wie ich gerade spiele. Zack. Zack. Michael, you talked before about Brock Lesnar and how not much is known about his private life. Well, let me tell you something. That's how Brock Lesnar wants it. And I wouldn't recommend anyone trying to convince him to change his policy. We know what we need. Langsam reicht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So, langsam kann ich auch zum Ende kommen. Kann ich auch wieder Submission machen, ne? Oh, jetzt macht er auch noch Powerbomb, ey. Wir sind gelb. Nein. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is gonna happen out here on the floor. Bei Brock Lesnar hat man immer nur Kopfschüttel-Matches. Bleib liegen! Franz mit Ansage, nach dem Match bist du wieder hier. Glaube ich nicht. So schlau ist das Spiel nicht. So, jetzt. Verliere deine. Conor Spatz, leider hätte ich. So, probieren wir nochmal nach der guten German Suplex Combo zu pinnen. Egal wie viel du zockst, Franz zockt mehr. Ich glaube nicht. So viel zocke ich ja leider nicht. Aber guter Versuch eines Jokes. So. Und vielleicht jetzt ein 3-Count. Bitte! Ihr habt schon das Klatschen gehört. Auf die Ringmatte, aber na, ist dumm. Machen die auch mit Absicht. Nur einen zu verarschen. Natürlich. So, jetzt komm. Ich hab gesagt, ich hab genug. Gut. Und jetzt reicht er aber eigentlich. Is here in the WWE universe. You're right about that. The crowd is buzzing. Oh, submission! The hold's locked in. Okay. Wenn nichts hilft, dann ist lieber auch noch Notwehr. Ey, das ist jetzt wirklich Notwehr. Nein! Ups. Das passiert mir immer wieder, dass ich mal gegen mein eigenes Kabel trete. Franz Verwandlung beginnt, ich glaube auch. Franz! Haarspirit Digitation zu! Franz Garou, Mon! So. Oh, ich hab genug. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns übermorgen wieder, hoffentlich mit etwas in etwas motivierterer Fassung. Ich hoffe doch, ne? Nicht vergessen, nehmt mir einen Daumen zu geben. Airblock ausgeschalten. Wir gucken uns noch eben an, wie das so aussieht, wenn wir bei Raw steht, ne? Dann können wir eventuell am Anfang nächsten Session neue Taunts einstellen. Wahrscheinlich vergesse ich es aber auch. Ihr seht kommen. And still, your WWE World Heavyweight Champion. Dass wir überhaupt Smackdown-Matches machen müssen, ist total dumm. Naja. 3. Septemberwoche geht es Schlag auf Schlag. Oh, das wird interessant. Wie sieht's aus im Ranking? Ist Lesnar jetzt nicht mehr Platz 1? Das wäre voll interessant. Schade. Hab ich schon. Naja. Gut, Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich werde es wieder rauszugeben, Airblock auszuschalten. Ich hoffe, ihr habt die Woche der Karriereparts letzte Woche genossen. Letzte Woche, ja, und heute noch, ne? Dann auf cool Airblock aus, euer Fans, auf Bis zum nächsten Mal rein und ciao.